Naturfreunde, Wanderer und Wassersportler fühlen sich hier wohl. Der Diemelsee hat den Hessischen Rundfunk auf ganzer Linie überzeugt. Deshalb reiste der Fernsehsender mit Übertragungswagen, Kameras und Scheinwerfern an, um sein Regionalmagazin Die Hessenschau live vom Strandbad Seebrücke zu senden. Doch schon bevor es auf Sendung ging, kamen viele Schaulustige zum Strandbad, um dem Fernsehteam bei seinen Vorbereitungen über die Schulter zu gucken. Moderator Jens Kölker stieg zusammen mit der Diemelsee-Königin Verena Meyer in einen begehbaren Wasserball und sein Kollege Andreas Hieke ging schon mal an Bord der MS Muffat, dem Ausflugsboot, das täglich seine Runden über den See dreht. Der fliegende Holländer Willem de Klerk war mit seinem Ultraleichtflugzeug am Strandbad gelandet und stand dem Moderatorenteam ebenfalls als Interviewpartner bereit. Das Publikum konnte das Ganze auf einer großen Leinwand verfolgen und sorgte im Hintergrund für mächtig Stimmung.